Boah, shit! Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Aus der Haustür Raustour. Aber heute fahren wir ein paar mehr Kilometer zusammen mit der Hanna und wahrscheinlich gleich noch mit jemandem anderen, den ihr mein Video noch nicht gesehen habt. Und wie ihr seht, der Kamin ist an. Hanna hat es schon geschafft, die Bude auf 26 Grad hochzuheizen. Draußen ist ungefähr 3, 4, 5 Grad. Und ich möchte das Video starten mit ein paar Tipps für den Winter für euch. Und zwar habe ich hier Vaseline, Hersteller egal. Vaseline ist so ein Schutz für Kälte, also so nutze ich das. Im Winter zum Beispiel schmiere ich mir das aufs Gesicht, also auf, oh, ist das heiß, auf alle Stellen, die, ja, die nicht zugedeckt sind, zum Beispiel das Gesicht, schmiere ich mir ein, den Hals, obwohl ich da immer den Buff anhab, aber wenn da doch ein kaltes Lüftchen reinkommt, ist das ganz cool. Jetzt als sieht nächstes, aus wie eine Specksparte. Ja, warte mal, mein Arsch brennt gerade. So, ihr seht, ich habe hier mein Netz, wie heißt das? Fischernetz-Shirt drunter, das ist von Specialized. Und hier oben drüber habe ich noch eins von Specialized drüber. Als nächstes kommt noch ein eine Fleecejacke. So, und gleich darüber noch meine Windbreaker, meine H2O-Jacke, Deflect H2O. So, aber die Hanna, die zeigt euch jetzt was richtig Tolles. Komm mal her. Ich habe mir eine Mütze geholt, weil ich immer den Buff drüber ziehe, um da meine Ohren warm zu halten, weil ich immer so ein Problem mit den Ohrenschmerzen habe. Und deshalb habe ich mir jetzt hier eine wunderschöne Mütze geholt. Also es sieht zwar nicht schön aus, aber ich hoffe, sie erfüllt ihren Zweck. Ich fühle mich richtig hässlich. Habe ich ihr empfohlen, sieht so scheiße aus, aber mit einem Buff, so wie ich es immer trage, sieht man auch nicht besser aus. Also ich mache das immer so, werdet. Ausrüstungsvideo von mir gesehen da hat. Da siehst du aber aus wie die Hexe. Ist egal, wenn ich mich jetzt einen Helm anhab, warte mal, die Haare sind noch weg. Jetzt den Helm drauf. Da muss ich auch noch den Helm ziehen, Leute. So, und eigentlich sieht das gar nicht mehr so schlimm aus. Nur halt das Blöde, wenn man jetzt eine Brille anzieht, bilden sich hier wieder zwei Löcher und dann kommt die Luft direkt in die Ohren rein, sehr unangenehm. Also so fahre ich jetzt heute auch ohne Brille. Ich denke, das sieht weitaus besser aus. So, Mädels, das ist unsere Variante. Zeig mal an der Seite. An der Seite sind die Ohren zu, das ist lang genug. Und dann kommt das noch mit dem Helmverschluss da drauf. Okay. Und dann hat man, ist das nochmal zusätzlich also, zu. Ich werde das nächste Mal auch mal ausprobieren. Weil das sieht schon nicht schlecht aus hier so. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Pilot. Okay, Leute, ich würde sagen, wir legen los, weil es wird ja übelst heiß. Ja. Und mir ist sogar warm und das hat einiges zu bedeuten. Und los geht's. Vergesst nicht, die Kette schon schön geölt zu halten, weil gerade im Winter mit dem Salz auf der Straße und dann wäscht man halt das Bike doch ein bisschen öfter und bei der Kälte will man dann schnell rein und vergisst mal ab und zu das Ölen, deswegen wenigstens vor der Tour dann nochmal nachölen, damit die teure Kette auch schön lange hält. Das einzig Gute am Winter ist der Winter. Ich meine das Gute. Schneller! So, liebe Zuschauer, ein bisschen Training muss sein. Hier. So, für alle Stumpjumper und Enduro-Fahrer, ich habe mir hier wieder was Neues gebastelt. Und zwar ist ja hier so eine Lücke zwischen dem Rahmen und dem Hinterbau. Und da sammelt sich gerne mal Dreck und kleine Steinchen. Hier sieht es noch gut aus. Bei meinem Enduro habe ich da schon so einen dicken Lackerplatzer, weil sich da ein Stein drin verfangen hat. Und ich habe hier sowas wie Slapper Tape, allerdings das ist dieses Scotch Tape, was mir einer meiner Zuschauer empfohlen hat. Link dazu in der Videobeschreibung, ist ein bisschen breiter als Slapper Tape und mit der Menge auch günstiger. Also das habe ich mir hier so dran geklebt und unten an die Seite, da habe ich einfach einen transparenten Aufkleber drauf gemacht, damit das hier nicht ja, kleben bleibt und so ein kleiner Mud Flap. So, dann sind wir schon am ersten Trail und mit dabei heute der Pete. Auf YouTube bekannt als Don Pedro, ist auch einer meiner Trail-Nachbarn. Du ja mit dem Fatbike. Ja. Wie ist da so das Kehrenfahren? Ganz gut, es hat einen ziemlich kurzen Radstand. Der Grip ist natürlich monstermäßig. Ja. Und macht einfach Spaß. Also, letztes Mal, wo ich mit dem Fatbike gefahren bin, ist ja auch. Ne, ich rede gerade mit der Kamera, mit den Zuschauern. Letztes Mal, wo ich Fatbike gefahren bin, da gibt es auch ein Video von. Da bin ich das Specialized Fatboy gefahren. Ich glaube, das hat noch nicht mal so breite Reifen gehabt, meine ich. War auch sehr interessant und aber so ist es jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, also ich will jetzt nicht sagen im Trend, aber okay,
sieht man nicht mehr so häufig, auch in Läden nicht. Ja, du kannst noch die Treppe runterfahren. Uah! Da bin ich jetzt ein bisschen nicht zum Stehen gekommen, Leute, weil ich habe heute hier die SRAM Guide drauf, um zu schauen, Hanna braucht ein bisschen Zeit, um zu schauen, ob ich das Truthahngeräusch wegbekomme, als ob es an der Bremsanlage selbst liegt. Bis jetzt noch nicht. Das Truthahngeräusch ist immer noch. Ja, man hört es. An den Bremsscheiben dürfte es aber auch nicht liegen, weil da hatte ich auch zum Test schon andere drauf. Und da war es auch trotzdem. Deswegen mal schauen, woran es liegt. Wir probieren das durch. Das Sven hat mir letztes Mal die Speichen fester gezogen. Und das nächste Projekt wird sein, hier Messerspeichen einzuspannen mit viel Spannung. In der Hoffnung, dass dann dieses Geräusch weg ist. Jawohl. Sehr schön. Oh, hier hat jemand eine Socke verloren. Da sind wir wieder an einem schönen Aussichtspunkt angekommen. Schön auf die Kläranlage da unten. Also Peter hat eben schon erzählt, dass er hier den Trail freigegrabbelt hat. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Ja, gegrabbelt. Hashtag grabbeln, grabblern. Ja, man sieht deutlich den Unterschied zwischen da hinten und hier. Sehr, sehr gut. Okay, fahren wir das Stückchen runter. Ja, also die Breakforce Run-Bremsen, die sind ja so, die funktionieren ja ein bisschen anders. Man hat da keinen richtigen Druckpunkt, sondern über den Hebelweg wird die Bremspower gesteuert. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber hier jetzt mit normalen Bremsen, seht ihr das? Es ist kein Problem für mich jetzt wieder normale Bremsen zu fahren. Man hat schnell den Dreh raus. Ja, was heißt denn Dreh raus? Ich setze mich drauf und man hat direkt das Gefühl für die normale Bremse. Also man verlernt das Bremsen mit normalen Bremsen nicht. Und bis jetzt Geräusche, ja, ein bisschen besser, aber hinten auch. Und deswegen könnte es sein, dass es heute einfach an der Luft liegt, die vielleicht nicht so feucht ist oder so. Ich weiß es nicht. Für mich ist es halt ein leidiges, nerviges Thema. Für euch denke ich auch im Video, Bremsen tun die Breakfast One 1A, aber das Geräusch ist halt leider nur bei mir so. Wenn der Sven mit den Bikes fährt oder die Hanna, ist es nicht so, aber wenn ich damit fahre, gibt es immer dieses Truthahngeräusch und das will ich rausbekommen. Jawohl, sehr schön. Könnt ihr euch noch erinnern an die Sonne? Moment, ich zeig's euch mal da. Bisschen genießen hier. Also ich habe eben die Hanna noch ein paar Mal gezogen und jetzt haben wir gerade eine Idee gehabt. Und zwar aus Hundeleinen so einen Abschleppgurt bauen, den man vielleicht irgendwie hier hinter einem Rucksack befestigt, der hier zusammen gemacht wird und man hier so einen Griff hat, vielleicht so auf ja, 1,5 Meter. Nee, das ist zu lang. So auf 1 Meter hier so, dass man da sich schön dranhängen kann. Weil das Problem ist, wenn ich jemanden schiebe, also hier den mach, das geht übelst auf die Knie. Hanna hakt sich hier so ein, das geht, aber das zerrt dann halt auch wieder so seitlich runter und sie muss halb seitlich neben mir fahren. Also das machen wir auf jeden Fall. Wenn ich das Ding zusammengebastelt habe, dann zeige ich euch das mal. Ich weiß nicht, ob das durch die Kamera so rüberkommt, aber es ist jetzt sehr steil und wie ihr seht, ist hier noch keine Menschenseele hochgefahren, gewandert oder geklettert und wir sind gerade die Erstbefahrer dem Sonnenuntergang entgegen zur Hütte. Oh, hier ja. Hält es einen übelst fest. Jetzt steigt mir auch langsam das Vorderrad und das Hinterrad droht durchzudrehen. Ob ich es wagen soll, mich mit Piet einzuhängen? Die Herrenlei. Das ist eine schöne Hütte hier. Also im Winter, wenn du hier in der Kälte hochkommst, hast du hier nochmal schön, kannst du schön Pause machen. Richtig schöne Hütte. Von einem auf den anderen Moment, ja. Hier so
Mordor-Wolken. Ja. Und wie ist mit der Kappe? Gut. Ich finde es gut. Also es hält vorhin, wo wir schneller gefahren sind, also wo wir hier rüber gefahren sind, ja, aus in Nassau, habe ich mal so geguckt. Also Fahrtwind kommt nichts durch. Okay, hier nicht, ja? Nee, gar nichts. Ist schön warm. Halt, wenn du berghoch fährst, fängt die Birne an zu kochen. Ja. Oh, hier gibt es eine Misthaufen-Challenge. Stop ihn, bevor sie Misthaufen. So. Ja, aber der Nervenkitzel war jetzt nicht so hoch. Ups, bin ich doch durchgefahren. Nervenkitzel war nicht so hoch. Wäre der Haufen höher, dass ich mir den Kopf kurz mal gegen den Haufen anstoße und schon mal die Wärme so rüberkommt, dann wäre es weitaus interessanter. Man meint, da kommt so ein LKW angefahren, ja, wenn man die Reifen hört. Was ist lauter, Reifen oder So, da sind wir wieder im Wald. Im Herbstwald. So, jetzt schraube ich mal die Farbsättigung mal schön hoch hier, damit hier alles rot erscheint. Das ist so ein Fuchsrot. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Verfahren. Komme ich jetzt hier? Ja. Okay, das war kein Trail. Nee. Die fährt manchmal Dinger. Und dann hast du vor sowas Angst, weißt du? Dann denkst du wieder, warum das jetzt? Ja, aber das hat, glaube ich, so typisch Frau. Kopfsache. Ja. Jawohl! Über den Baum! Wurde das Vorderrad gerutscht. Der Ausgang ist geil. Pass mal auf. Warte mal, ich muss mal näher ran, damit ich das auch schön in die Lunge reinbekomme. Oh, warum sind die Blätter auf einmal so blau? Die haben wir schon ein bisschen gesägt, meine Frau und ich. Echt? Aber ganz dicken haben wir nicht durchgekommen. Guck mal, so fleißig ist der Piet. Macht sonst keiner. Nee, hier würde ich das Bike nicht tragen, Hanna. Scheiße. Nee, so nicht. Ich glaube, das hatten wir mal anders gemacht. Ich möchte es aber jetzt so tragen. Okay. Freilauf, ey, was der für Geräusche macht. So, da vorne ist aber Straße. Also mal schauen. Ist frei. Die Reifen. Yes! Alter! Das war die längste Treppensektion, die du jemals gefahren bist, ne? Jemals in den letzten 10 Jahren. Ich wollte mittendrin anhalten und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt anhältst, fliegst du voll aus dem Arm. Ja! Boah, da hat mir voll die Äste ins Gesicht gepeitscht. Ja, den hättest du aber auch frei grabbeln können. Ja.
Yeah! Da stimmt irgendwas nicht. Oh, guck mal hier. Also ich glaube, im Sommer sieht das ziemlich cool hier aus. Oder wenn man den mal freiräumt. Es könnte auch sein, dass man ein paar Hügel wieder aufbaut. You know? Okay. Wow, wohin jetzt? Links, ich weiß es nicht, jetzt weiß ich es nicht mehr. Wo bin ich jetzt? Stempelstelle, Moment. Komm, du musst zum Stempeln dabei. Ja, komm mal her. Warte. Yes. Cool. Gut. Voll die coole Idee. Voll süß. Ich würde zwar jetzt gerne noch einen Riegel reinlegen, aber ich glaube, der wird, bis das nächste Mal jemand vorbeikommt, schon abgelaufen sein. Oder nicht abgelaufen, aber durch die Temperaturschwankung. Nee, das. Ich weiß nicht mehr, den Temperaturwechsel hier. Dann ist das auf einmal noch irgendein kleines Kind und wird daran erkranken. Ja, hier, der Markierung entlang. Da an den Bäumen hier. Und dann hier die nächste links. Jump. Geil. Alter. Ey, das ist cool. Du peilst das nächste Schildchen an und fährst einfach, guck mal hier rechts. Und fährst dann einfach in die Richtung. Jawohl. Sehr gut. Jetzt 100 drauf, vorderen lassen. Ja! Wow! Wow, shit! Wow! Ho, ho. Nix passiert. Aber. Oh, shit! Alter! Ja, ja, gut, dass hier nichts passiert ist, Maus. Oh! Der Finger wieder, ne? Ja, das ist ein anderer. Aber mit der Spitze habe ich irgendwo reingekracht. Kurz einen Moment dachte ich, könnte es noch fangen. Ja, ja, schon, aber da war es dann schon der runter. War das der Stein hier? So ist das. Ja, Hanna ist schon weggerutscht. Oder ich mir Muskel verdreht, oder? Linse sauber? Linse sauber, richtig. Ja. Okay. Rätsel abchecken. Vorausschauen. Ja, okay. Ich hab's ja. Ja, nee, also das war einfach Pech. Du bist ja auch gegen gefahren, du hast dich gekriegt. Aber mich hat's dann einfach weggehauen. Ja. Auf ein neues! Tschu! Ich weiß, wo wir sind. Yo! Bonus-Track. Eine kleine Steilabfahrt, das kenne ich auch nicht. Hier. Ja, yeah, den kann ich auch noch nicht. Und Drift. Ja, Leute, das war's in unserer Tour aus der Haustür etwas länger, ein paar Kilometer mehr. Zusammen mit der Hanna und mit dem Don Pedro, Pete. Ja, vielen Dank für die Tour. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Nächstes Mal dann noch mit den anderen Trail-Nachbarn. Thomas. Ja, den Lidl-Thomas. Nein, bei dir ist das der Rewe-Tolli. Bei mir ist. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.